Also, wir können wahrscheinlich, wenn das genau so bei Misty läuft, weiß ich, welches Pokémon in der zweiten Arena mir ans Herz wachsen wird. Budroom. Da muss ich aber eventuell vorher auf. Eventuell, ich muss davor noch trainieren. Weil da ist kein Level 17 Shiggy. Da ist ein, ich meine, Level 21 Starmie. Und das könnte hässlich werden. Aber egal. Oh, haben wir das eigentlich auch geschafft? Und können nun weiter. So. Nun machen wir einfach mal die Nougat-Brücke. Nummer 1. Dann kriegt Taubsi vielleicht noch ein Level. Das wäre geil. Ach, was heißt vielleicht? Taubsi wird ein Level bekommen. Wir haben gerade eben über 200, nur wegen dem Tauburga. Easy. Raupi. Level 14 aber. Da könnten andere noch ein bisschen Training abstauben. Ne, Button? Gott, den zu trainieren war so ätzend. Der konnte. Also. Budwing konnte ja irgendwann wenigstens ein Pokémon besiegen. Button nicht. Aus irgendeinem Grund ging mein Wickel die ganze Zeit daneben und dem sein Wickel ging die ganze Zeit drauf und so ein Scheiß. Das war super ätzend. Fear out of 10, never would again. Nee, Rettern. In der ersten Gen, null. Nichts. Nada. Niente. Der bringt's nicht, nee. So, Buttington. Hat immer noch kein Level, schade. Wow, du bist gut. Danke. Bam, bam, bam. Ich bin Nummer 2, nun werde ich ernst. Ich habe auch Dieter. Ha! Okay, Taubsi gegen Taubsi. Taubsi gegen Sir Buttington. Entschuldigung. Eure Majestät. Ich habe den einfach nur so Buttington genannt, weil ich den Namen ganz witzig fand und im Endeffekt Taubos ist eins der majestätischeren Pokémon. Ganz interessant eigentlich. So. Ruckzucki. Und das war's mit Taubsi Level 14. Buttington erreicht Level 18. Sehr geil. Und ein Nidoran weiblich wird in den Kampf geschickt. Da wechsle ich das Pokémon. Und hole Budshroom raus. Weil den muss ich ja jetzt tatsächlich trainieren. Das wird hart. Aber es, ja, also gegen Nidoran, klar, Nidoran ist schneller, aber Budshroom ist stärker. Oder hat mehr Verteidigung, eins von beidem. Ah, da macht er einen Crit. Ätzend. Ene noch. Ja, Giftstachel. Wow! Ich drehe sofort um. Ich drehe sofort um. Oh, wie konnte ich verlieren? Hey, Buttington entwickelt sich, das habe ich ganz vergessen. Zuerst war so ein Kind im Anzug, jetzt ist ein Teenager im Anzug. Yeah. Und nachher so gegelte Haare nach hinten zurück, so uch, richtiger Schleimscheißer. Aber naja. So viel dazu. Ich habe ja Hoffnung. Und zwar da oben ist noch eine Wiese. Ich bin mir nicht ganz sicher, was es bei Pokémon Rot gibt. Ich meine, es war Knuffenza. Ich bin mir nicht sicher. Aber wenn es Knuffenza ist, das wäre geil. Das wäre eine Alternative zu Budshroom, weil es ja auch ein Pflanzen-Pokémon ist.
Und das könnte auf jeden Fall noch helfen. Und dann würde ich Button in die Pension geben. Auf jeden Fall. So ein Scheiß. Nummer 3. Hier kommt Nummer 3. Ich mache dir das Leben schwer. Ah. Wieso? Setz dich auf meine Schultern. Teenager möchte kämpfen. Mit einem Ratzfratz. Level 14. Aber er hat drei Pokémon, also. Shit. Ohne Scheiß. Jag mir nie wieder so eine Angst ein. Los, Batzern. Hyperzahn. Ey, ich sterbe an einer Herzattacke. Boah. Ein Rettern. Da wechsle ich das Pokémon. Aber nicht zu Batroom. Der hat schon wieder zu viel abbekommen. Batwing darf aber ran. Rettern kann ja bekanntlicherweise nicht viel. Das meiste, was er jetzt könnte, wäre vielleicht ein Biss. Und das würde mir zumindest mal den Ansporn geben, meinen Rettern zu trainieren. Oh Mann. Aber nein, er kommt mit einem Wickel. Ätzend! Ah! Bei mir auch. Nach einem Mal hört der Wickel auf. Da denke ich mir auch. Super, das hat's gebracht. Effektiv. Silberblick. Jetzt habe ich ein bisschen mehr Angst vor Biss, wenn er überhaupt Biss kann. Nochmal Silberblick, oder? Oh, nö. 6 hat er abgezogen, ne? Okay. Gut, Batwing. Und ein Zubat. Da wechsle ich das Pokémon nochmal. Und dann kommt raus. Zubat. Button bringt's nicht. Es tut mir leid. Ich muss noch ein Pokémon finden, wo Button irgendwas bringt. Ich weiß es nicht. Bartleby hat sogar eine Schwäche gegen Blutsauger und ich habe nicht lange nachgedacht. Das ist das einzige, das wäre der einzige Grund gewesen, warum ich Button hätte holen können. Ja, natürlich geht. Furienschlag. Das einzig Schlimme am Furienschlag, der trifft manchmal nicht. Hat auf jeden Fall keine 100%. Aber hier auf dem Spiel anscheinend nix 100%, also. Noch ein Blutsauger. Ich brauche nur einen Treffer. Nope. Ach, Bullshit. Okay. Button, du bist dran. Zubat kann ja anscheinend auch nix. Außer Superschall. Naja, Blutsauger dürfte nichts abziehen. Was ist Blutsauger eigentlich? Ist das Käfer? Oh, jetzt muss ich jedes Mal gucken, ob ich verwirrt bin. Oh mein Gott, ich wechsle das Pokémon schon wieder. Ist okay. Bartleby kommt noch mal raus. Furienschlag. Yes. Das war's mit Nummer 3. Oh, eiskalter Bicht. Noch mal runter. Ich will nur sicher gehen. Das wird nachher ein bisschen ätzender, wenn ich da oben bei den Trainern bin. Umso länger dauert der Weg. Für mich ist das nämlich alles Training, was ich nicht rausschneiden muss. Geil, oder? Weil es Fortschritt ist. Und ihr wollt Fortschritt ja sehen. Yeah. Gotcha good, huh? Gotcha good. Wenn ich alles rausschneiden müsste, würde ich hier,
6 Stunden sitzen für 3 Videos. Das wäre auch schon saukacke. Und müsste mir noch die ganze Arbeit machen. Also don't hate. Understand. Feel it. Love it. Ja, lass mal Bad schon mal drin. Ich bin Nummer 4. Wirst du müde? Wenn ich dir zuhöre, ja. Wenn ich auf die Uhr gucke, ja. Damn. Ja, okay, ich war jetzt über eine Stunde am Trainieren. Aber trotzdem. War es ein Pokémon oder zwei? Bei zwei würde mich das nämlich... Wow. Level 16 Taubsi. Mit Level 16 Taubsi bin ich zu Mongo gekommen. Und ein Sandwirbel. Jop, der Kratzer ging daneben. Dann, wenn das so ist, hole ich raus... Batzan. Einfach nur, weil Batzan eine sichere Alternative ist. Mit Batzan kann ich da reingehen und ich mach alles fertig. Nachher kommt, glaube ich, ein Trainer, wo ich ein bisschen Schiss habe, und das ist ein, der hat einen Fleckmon. Und das ist ja Wasserpsycho, das heißt, ich weiß nicht, ob er Konfusion kann. Aquaknarre kann er, glaube ich. Das heißt, mein, Bartschum ist ja auch am Arsch dann. Richtig? Richtig. Level 16 Nidoran weiblich. Auch das ist so eine Sache. Diesmal kann ja, fuck. Oh, hab ich ganz vergessen. Also Gift ist sehr effektiv gegen Käfer. Und Käfer ist anscheinend sehr effektiv gegen Gift. What the fuck? Ich weiß es nicht. Da hole ich dann Buttington raus. Und soll er sein Giftstachel machen? Ne, er macht Heuler. Oh, wie süß Buttington aussieht. Oh, natürlich. Es wäre auch langweilig gewesen, wenn nicht. Und ein Kratzer. Ruchsukip. Okay, einen noch. Oh, ein Heuler. Cool. Batchroom erreicht Level 15. Gut. Sehr gut. Und wir haben die Göre besiegt. Ich habe auch verloren. Zum Glück darf ich hier Gegengifte benutzen und überhaupt nicht heilen. Habe ich überhaupt noch hier irgendwas? Oder habe ich den Scheiß verkauft? Oh, Sonderbonbon habe ich noch. Ich bin so kurz davor. Aber ich heb mir den auf. Ah ne, Batchroom hat doch auch gerade ein Level. Gib ich den Batchroom. Weil ein Level 16 Batchroom ist besser als ein Level 15 Batchroom. Ja, ist wirklich so. True Story. Und auf Battlebee leaden. Ich bin Nummer 5. Dich mache ich platt. Hoffentlich nicht. Ist das der mit dem... Oh shit.